Willkommen zurück zum Zipline-Chaos. Jetzt bin ich leider runtergesprungen in der letzten Folge, um Akumas Drachen zu retten, aber den brauchte ich eigentlich gar nicht. Apropos, ich pfeife den mal ab, habe ich schon da. Könnten aber mal. Kommst du von da unten nach hier oben? Ja. Jetzt mit der Zipline, die ich mir gerade gespannt habe. Oh. Zum Glück habe ich so viele dabei, ey. 6 war der Bild, 60 war dieses Basilisk beim Lootstrahl da, beim Baum. Ja, genau, da ist der. Okay, ich hab gerade den gesehen. Der ist, ich glaube, gleichfarben zu, wie den wir auch haben. So. Ich meinte, ich habe ja auch sowas von Orange-Zeugs. Ich hab nur gesehen, wie er eingeholt war. Hier hingegangen. Gibt's hier einen anderen Weg vielleicht? Nicht gerade. Das ist zu weit weg. Hm. Dann müssen wir es doch wieder von der anderen Seite versuchen. Und kletter doch mal hier hoch, Mann. Balau, du bist mein Held, der Held vom Erdbeerfeld. Ups, sorry. Hast du das gekillt? Lobak. So, jetzt bin ich wieder hier auf der Zipline, die du gespannt hast. Und bin dann wieder an der gleichen Stelle, wo ich gerade runtergejumpt bin. Ah, das Zipline-Terror-Zeugs hier. Wir könnten ansonsten wirklich so machen, wenn wir keine gerade Fläche mehr wirklich finden. Also Flächen gibt es zwar noch gerade, aber leider sind die ein little bit weit weg. Ansonsten, ey, ansonsten teste ich das mal hier. Da. Weihe mich in deinen Plan ein. Oh Gott. Mein Plan ist nicht runtergeschubst werden von dir. Und danach kletter ich hier hoch. Könnte gehen. Ich weiß nur jetzt nicht, was da oben abgeht. Ob das gerade ist. Ja, es ist gerade. Jump. Oh. Reicht das für dich, ja? Nein! Ja, der ist leider schräg gesprungen. Aber ich habe eine Idee. Au. Der hat sogar wirklich Schaden bekommen. Ich habe eine Idee. Warte, sortieren. Der Revenger wieder runterfällt. Der arme Balau. Balau. Balau, Balau. La 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 la. Ups, ich wollte nicht springen. Manchmal habe ich so ein paar Zuckungen und dann drückt man auf die irgendwelche Tasten, worauf man gar nicht drücken möchte. Ach, nein. Eine Zwischen-Zipline zu spannen? Ja. Ja, das könnte gehen. Oh. Kannst du mir noch welche geben? Ich habe nämlich keine mehr. Komm zu mir, dann gebe ich dir welche. Und ich muss mal gerade schnell meinen Controller wieder ausschalten. Weg. Vibriert ihr? Ich bin gerade versehentlich mit der Maus dran gekommen. Ja. Legst du auf und legst rein? 16 Stück habe ich dir rein. Achso, warte. Reichen 16 oder soll ich dir weniger geben? Nee. Dann gib mir weniger. Ja, perfekt, dann lass mal lieber welche bei mir. Nee. Also ich kletter wieder jetzt hoch, ja? Nee, warte noch nicht. Erst orientieren. Ah, von hier. Etwa jetzt. So. Ah, na. Ach, ist das ätzend hier vom Drachen aus. Warte, dann mache ich das mal vom Revenger aus. Aber ich kann mir ja selber Zipline. Ach ja, stimmt ja. Ja. Ich versuch's jetzt mal. Ich merke das sofort, weil von der unteren Position stehst du anders als du möchtest. Wo sollte ich denn dann hin? Ach, da, ich sehe es, okay. Oh je. Yeah. Müsste hier. Oh nein, ich kann mich nicht drehen dorthin. Nein! Ich kann dort nicht hingucken. Du wolltest hinter mir schießen, ne? Also ziemlich. Problem ist, ich sehe das alles verkehrt rum und dann ist alles komisch. Ich versuch's mal so. Doch, aber trotzdem. Du stehst da. Aber wann? Ich bin doch dumm. What's that? Nee. Warum schieße ich denn von hier? Ich kann mich doch einfach darüber hangeln und von da aus schießen. Ja, könntest du. Oh, die Frage ist, ob du hier stehen kannst. Ja, kannst du. Ja, solange da kein Parkverbotsschild steht, kannst du eigentlich da ganz gemütlich stehen.
Jetzt ein Erdbeben kommt, bin ich RIP. Du kannst doch gleiten. Nein! Ach. Zu weit weg, oder was? Muss ein Stück höher ansetzen. Oh nein. Kommst du da ran? Zu weit weg. Warte, ich guck mal. Ich könnte noch ein Stückchen weiter höher. Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich falle. Ja! Baby, schüttel dein Haar für mich. Das wäre, ich kann den Rest ja springen. Warte, wenn nicht. Ich kann springen. Ja, weil hier. Ach so. Hacke ist wegen der Ecke. Warte, ich spanne eine neue nach oben. Nach links, ne? Also wo von links von mir. Ja. Dann muss ich ein Stück weiter weg. Das könnte ich eigentlich schon wieder selber machen, aber das dann lieber von oben. Ja, ich bin schon dabei. Ich weiß nämlich nicht, wie abgerundet diese Kante hier ist. Ja, ziemlich weit, siehst du? Du stehst ja. Wo stehst denn du? Okay. So. Müsste ich eigentlich stehen können, also ziemlich geradeaus. Seh dich nicht. Ja. Oh, was? Was machst du schon wieder? Doppelsprung. Hast du Haken? Ja. Alter. Ich jump mal. Da war zu gerade, bin runtergerutscht. Ich kann stehen. Gut, dann sehe ich dich da auch besser. Oh, ein Blutstrahl. Die Gegner schießen auf dich, Gegner! Na? Hallo? Jetzt. Komm ich hier am Stein vorbei? Nein, ich komme hier am Stein nicht vorbei, ey! Okay, dann muss ich davon. Dankeschön. Oh, das ist zu weit weg. Ich glaube, das wird nichts. Mal gucken. Komm schon. Zeig's an. Warte. Ah, du hast noch nicht gehakt, ne? Ich brauche einen Punkt. Okay. Hier ein Punkt, aber das wird zu steil werden. Ach scheiße, dann setze ich halt noch einen, das ist mir doch egal. Steil ist egal. Solange nee, aber dass du nicht in den anderen Stein kommst, darum geht's mir. Oh fuck, hoffentlich komme ich jetzt hier drüber. Warte, nicht bewegen. Zack. Kommst du ran da? Ich guck mal. Voll der Zirkusakt hier. Schwänze an die engen Dingsbums Innenschenkelklopfen. Ah, geil. Wir sind wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Oh, naja. Chitinhöschen, willst du es haben? Komm, dann gebe ich dir hier. Kannst du wechseln? Hab ein Chitinhöschen. Ich weiß, kriegst noch eins. In welcher Seite sind wir denn jetzt eigentlich? Schenje, keine Ahnung, wo sie steckt, ne? Oh. Ah, hier hat eine See. Ach, hier. Ich weiß, wo wir sind. Mhm. Wir sind da unten, wo ich gebaut habe, sozusagen. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Wir müssen auf jeden Fall ein Stück höher. Guck mal, hier kommt doch das kleine Stück. Lebst du oder bist du? Welche Seite bist du jetzt gelaufen? Nach links oder nach rechts? Kein Plan, wo du lang gelaufen bist. Ich bin Richtung Wasser. Okay. Weiß ich nicht, okay. Wasserfall. Da bist du. Das ist voll schön. Das ist echt eine voll schöne Stelle. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von hier, dem Gebiet. Links ist ein. Hinter dir ist ein Ravager. Der wird mich jetzt, glaube ich, gleich. Oh, hier ist auch wieder ein Ravager. Ich dachte, das wäre ein Stein. Void. Boah, der hat dich angesprungen. Er ist aber komisch hochgeflogen. Der hat dich angesprungen und du hast ihn dann im Sprung in der Luft hast ihn gekillt, dass er aussah. Oh, warte. In Trouble. Oh. Auch mal weg hier. Nee, ne? Oh, die hab ich gesehen. Jetzt nerv nicht. Kämpft gegen was anderen, aber nicht gegen mich. So. Oh fuck, nein, kämpft gegen mich. Aua! Und die haut so voll schnell zu. Hilfe, komm mal! Komm auf die Zipline! Wo hast du dich hingespannt? Da, wo du gerade standest. Ich hab grad eine Zipline. Ja, ich muss grad scheißen, Sekunde. Geht nix über gut. Da, wo der Baum fällt. Ja, warte, Sekunde. Ich komm. Wo ist die Zipline? Ich hab sie gerade an mir vorbeifliegen sehen. Weiter links hinter mir, genau hinter mir, geradeaus. Geradeaus hinter mir, so rum. Ja, da ist hier irgendwo ist er. Oh, die ist gut gespannt.
Ich wollte eine von dem Holzchen hier, von dem Hölzchen da unten spannen. Das ist auch ganz gut hier. Oh, was für ein schönes Bäumchen hast du mir hier vorbereitet. Das von hier aus könnten wir doch hochlaufen. Ja, ja, jetzt geht's hier. Jetzt sind wir wieder at home kommen. Geht's ja jetzt hier. Das ist ja unsere Ebene, ne? Mhm, das ist mein Häuschen-Ebene. Stimmt, hier auf der rechten Und Seite. Und hier hoch. Ja. Geil. Hat das super gut geklappt eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade, ich hätte mir eigentlich diese ganzen vorbereitet, die ganzen Ziplines, aber diese eine wusste ich, dass die Wurzel, das Holz irgendwie zu abgerundet war, dass der vielleicht nicht hält. Willst du Akku mal mitnehmen? Ich das? Spritz. Da nicht klatsch. Ich sag Spritz. Geht's, ne? Geil, ich würde jetzt. Wir könnten eigentlich jetzt mal blau paaren, ne? Wir haben da noch einen blauen. Tracy? Der blaue ist ein Männchen gewesen. Oh, schade. Das wäre nämlich ganz cool gewesen, wenn der. Blau ist übrigens auch ein Weibchen. Also ja, ist perfekt, nicht, blau ist und nicht auch ein Weibchen. Männchen und Weibchen. Ja, genau, weil ich würde mal gerne gucken, ob wir vielleicht einen komplett blauen rausbimsen können. Brustbimsen, Bordex, ne? Ich hab Bimsen gesagt. Aua, ihr kommt nicht raus. Jetzt klettert der auch noch in diese Richtung hoch. Du Pfosten, kletter jetzt! So. Oh, nein. Komm her. So. Entweder folgt der Akuma oder er folgt Akuma. Ah, wow, Dex, ne? Ja, Mann. Ja, klar, lauf durch die Stadt. Ja, der dreht sich doch in alle. Der macht doch voll den mega Wendekreis. Was soll ich machen? So. Los, Palau, du machst es! Black Scale. Wenn ich mal Black Scale lese, denke ich mal Black Friday. Ja, es gibt ja Prozent auf Spiele. Ja, Dex, der Controller sah schon cool aus, oder? Ja. Aber viel zu. Also, das Spiel ist verdammt unverschämt teuer, ey. Das ist kein Spiel, es ist nur der Controller. Wir reden. Nee, aber das Spiel ist auch teuer. Das Spiel. Das Spiel kostet 70 Euro, das Spiel. Echt? Mhm. 70 Euro kannst du doch nicht. Also, Sea of Thieves, wir reden gerade über das Spiel Sea of Thieves, würde ich ja gerne spielen. Ich finde das super lustig, auch im Team. Wir haben ja ein lustiges Team, aber ey, keine 70 Euro gebe ich für ein Spiel aus. Keine. Also, da frage ich auch gar keinen Key an. Das finde ich eine Unverschämtheit, ey. Das, sowas. Ja, 70 Euro schon. Ich. Darf! Was? Darf! Achso, normalerweise bin ich nicht so einer, ich boykottiere eher selten irgendwas, eigentlich nie was, aber 70 Euro für ein Computerspiel, 70 Euro und ich habe mir jetzt das, ich habe mich ja da... kostet ja auch 60 Euro. Bitte? A kostet jetzt auch 60 Euro. Ja, aber man weiß, was drin ist und man weiß, dass es auch ein Riesenpaket hat, ne? Also ist ja alles dabei, ist riesengroß, du kannst viel machen. Aber Sea of Thieves ist, im Moment noch, soll ja weiter dran gearbeitet, im Moment noch Schiffchen fahren. Du hast, glaube ich, drei sowas wie Quest-Typen, die man machen kann. Aber ich habe jetzt auch mal so einen großen, besser die letzten Berichte von der GameStar alle mal durchgelesen, durchgehört und sowas. Die sind auch nicht so begeistert. Das Spiel, sagen sie, ist super, das macht super viel Spaß. Aber für 70 Euro ist da noch zu wenig drin. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das ist ja schon so Konsolenspielpreis. Ja. Es gibt noch andere Spiele, die sind ähnlich. Hier, Black Sails. Ist das fast das gleiche. Ist sogar ein bisschen, ein bisschen erwachsener, nicht so im Comic-Stil. Ich mag den Comic-Stil ja ein bisschen mehr. Du kannst dort aber bei diesem Black Sails sogar Burgen angreifen und ein bisschen mehr machen. Also ist auch nicht schlecht. Oh, cool. Was denn? Ja, hier. Dieser Aufweg und jetzt steht hier die Industry Forge. Das war ein bisschen eng, aber es geht noch. Für Revenger passt das. Eng ist nie aber Begriff, weißt du doch. Ja.
Mir ist gerade die Seife runtergefallen. Kannst du mal ganz kurz? Das ist die über. Du weißt doch, ich hab's ein Kreuz. Guck dir mal das Baby an! Ach so. Können wir direkt mal. Wir können ja eigentlich direkt mal Nöken machen, oder? Ja, der blaue ist hier drin. Mach die Türe auf. Mach die Türe auf. Mach die Türe auf. Piep. Mach sie schnell wieder zu. Mach sie schnell wieder. Oh, guck mal, genau so wie ich das haben wollte. Ist ja geil. Voll freaky. Sieht voll cool aus. Wir bräuchten irgendwie mal so einen grünen. Oh Gott, es wird hier gepfiffen. Ja, direkt haben wir ja einen grünen. Ah, guck mal, du bist ja eine Pfeife, ne? Mhm, sagte die Oberpfeife. Ja. Der Kites oder Pfeifen? Ja, ja, ja. Oh, ich habe hier so noch diese schöne Schale mit leckerem Essen und so. Knusper, Knusper, Knäuschen, der knuspert in meinem Häuschen. Keiner. Dann schau mal auf dein Handy, da siehst du lecker schmecken. Ich guck nicht, ich hab das Dreck gelöscht. Ich bin aus der Gruppe gegangen. Hab ich dir ja nicht in der Gruppe geschickt? Ich hab WhatsApp gelöscht. Den Chatverlauf gelöscht und die Nummer geblockiert. No, oh, das macht er nicht. Dafür hört er mich wieder zu gern. Ja, Kommentar von Dexter. Ich bin am Essen. Brauch auch nicht kommentieren, ich weiß, dass das so ist. Ich rede nicht mit Vollmond. So, redest du ungefähr 24 Stunden am Tag mit Vollmond. Weil er ja nicht anderes macht, oder was? Alter, hier ist schon wieder los. Lecker. Wie wäre das? Ich weiß nicht, wer gesagt hat, dass du Dex isst nicht mehr was am Tag. Der isst einmal. Und das durchgängig. Habe ich gesagt. Von morgens bis abend. Deck ja, selber, jemand, ja. Jemand hat's mal zu dir gesagt. Ja, ach so, ich wollte gerade sagen, hier kommt eine Krabbe hochgesprungen. Was ist denn hier los? Hab ich gerade voll erschrocken. Die versuchen jetzt auch schon hier hochzukommen. Guck mal, Lobby, war schon oben. Dex. Das ganz ohne Aufzug. Bam, bam, bam. Bam, badam. Dam, dam, daram, dom, dom. Das Pfeifen hört man bis hier, das ist so schrecklich. I am flying. Oh nein. Erdbeben. Schmeißt er dich jetzt durch die Gegend? Hat er schon. Habe ich schon. Wenn Erdbeben ist, laggets bei mir im Spiel hier manchmal. Ganz böse. Mann. Wie lange dauert das nochmal? Runter. 24, 30. 25 Sekunden. Minuten. Sekunden, das wäre schrecklich. Dann hätte ich ja ganze Bude voll. Dann würden die Tiere bestimmt auch aus den Fenstern rausquillen. Sehr wahrscheinlich sogar. Die Finger weg von mir. Das Spiel ist so scheiße. Der Versuch war ja nicht schlecht, Dex, aber. Wir wecken der scheiß Bola. Hast du ein Glück, dass ich nur eine hab? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Du hast dir immer noch nicht die Spitzhacke hier rausgenommen, Dex. Ich hab meine Spitzhacke doch. Lilane? Ja. Du eine bessere eingestellt gehabt. Doch noch zwei mit 200% fast drin. Die vom. Ja, die meine ich ja.
Der Sturm hat seine, das weiß ich. Die habe ich mich auf den Kopf bekommen. Die hängt nur so halb in meinem Kopf drin. Findest du? Kennst du das Lied nicht? Ich hab gerade zugehört. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Oh Leute, schreibt doch mal in die Kommentare. Die sind immer, nein, immer so böse zu mir. Ja, guck mal. Nur ab nochmal 13.000 Roheisen mitgebracht. Boah, hast mich voll getroffen, ey. Echt? Wow, gut. Ich kann auch springen. Ich hab vom Eingang geworfen, ne? Krass. Bohlermeister, komm, halt mal still. Komm, ich kann mich wirklich noch bewegen damit. Aber eigentlich nicht, ne? Okay. Leute, heute ist mal ein bisschen kürzere Folge. Aber dafür hatten wir wirklich vor den 100er, vor der 100er Folge. Ich find das übrigens voll schön, dass ihr die 100. Folge so toll fandet. Boah, ich habe ganz geessen noch im Mund hier. Ich muss gerade mal ein bisschen runterspülen. Nom, nom, nom. Das muss der Könner können. Diesmal machen wir mal eine kürzere Folge. Und deswegen, bis dann. Ich bleib mal hier, so liegen. Weißt du was, Dex? Da können wir noch nachhelfen. Ach, du blöde Kuh. Du wolltest liegen bleiben.